dann freue ich mich, als nächsten Referenten Herrn Professor Dr. Dr. Keck bei uns begrüßen zu dürfen. Herr Professor Keck ist Chefarzt der Psychosomatik, Psychotherapie und Psychiatrie in der Reha-Klinik Seewies im Kanton Graubünden. Das ist eine Partnerklinik oder Schwesterklinik von uns, gehört auch zum VAMED-Verbund. Ja, Herr Professor Keck hat mehrere Facharzttitel, wie ich gesehen habe. Ich beschränke mich jetzt auf die, denke ich, wichtigsten Facharzttitel, wenn man das so sagen darf. Sie sind Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und aber auch Neurologie. Sie sind international bekannt als Neurowissenschaftler, sind Mitglied zahlreicher Fachgesellschaften, dort auch im Vorstand, jeweils nicht bei allen, aber bei einigen habe ich gesehen, aktiv und sind auch Autor von über 100 Fachpublikationen. Wir freuen uns, dass Sie heute hier vor Ort sind mit einem sicher auch sehr interessanten Vortrag. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Frau Baum, auch für die freundliche Einladung, der ich gerne gefolgt bin. Geschätzte Damen und Herren, das ist Seewies. Heuer hatten wir nicht immer so schönen Schnee, aber die Sonne scheint dafür fast immer. Und deshalb lohnt sich auch ein Besuch in aller Regel. Jetzt zum Thema Resilienz und Krankheitsverarbeitung. Ich habe überlegt, was Sie interessieren könnte und einiges zusammengestellt. Aber zunächst vielleicht noch ein paar Grundlagen. Erschöpfte Seele, darunter verstehen wir jetzt in Psychosomatik und Psychiatrie, Psychotherapie, in aller Regel die Depression oder die Unterform des Burnout-Depressions, des Burnout-Syndroms von Kielholz in Basel, ja früher schon Erschöpfungsdepression genannt. Und darunter leiden ja sehr viele Patientinnen auch, die an Multiple Sklerose leiden. Wenn wir das Thema Depression generell anschauen, erhalten nur 10% aller Betroffenen eine adäquate, das heißt eine leitliniengerechte Behandlung. Das ist bei jeder anderen Krankheit undenkbar. Deshalb ist es so wichtig, dass wir darauf immer hinweisen. Was auch nicht sehr gut ist, nur 30% hilft die erste Behandlung. Da ist auch massiver Verbesserungsbedarf. Wenn wir schauen, die meisten Suizide, und da rede ich jetzt nicht von assistiertem Suizid, wie Exit es zum Beispiel anbietet, sondern Suizide, die nicht im Rahmen einer todbringenden oder viel Leid erzeugenden Krankheit nach Abwägung vollzogen werden, sondern weil die Betroffenen die Erkrankung nicht mehr aushalten. Und da sind die häufigsten depressive Patienten und jede Stunde geschieht ein Suizid im deutschsprachigen Raum. Depression ist eine der Hauptursachen für Frühberentung, Arbeitsunfähigkeit in der IV-Versicherung. Depression ist der größte Kostentreiber im Gesundheitswesen. Das Lebenszeitrisiko ist 10% und 40-60% der Patientinnen und Patienten mit Multiple Sklerose werden eine Depression in ihren unterschiedlichen Ausprägungsgraden haben. Also die Risikoerhöhung kennen wir bei vielen neurologischen Erkrankungen, eben Multiple Sklerose, aber auch Migräne, Epilepsie, Demenzerkrankungen, Alzheimer hier exemplarisch. Parkinson beginnt oft mit einer Depression, aber auch andere Erkrankungen wie Diabetes, Herzinfarkt und Schlaganfall, also kardio- und zerebrovaskuläre Erkrankungen, erhöhen im Schnitt das Risiko um das 2- bis 3-fache. Das heißt, wir müssen da sehr gut aufpassen. Und wenn wir alle Daten zusammennehmen, haben 50% der an Multiple Sklerose Erkrankten auch eine Depression im Verlauf der Erkrankung. Das ist sehr viel. Und 70-90% wiederum leiden an Fatigue. Das ist nicht dasselbe, wie Sie wissen, aber es hat einen großen Überlappungsbereich. Und umso wichtiger ist es, dass wir da auch genau hinschauen, was ist denn die Ursache einer Erschöpfung. Und 25% der Depression wird bei der MS auch gar nicht erst behandelt, weil oftmals der Schwerpunkt auf etwas anderem zunächst liegt, weil sich die Betroffenen auch schämen, weil sie die Hilfe nicht bekommen. Also die Palette der Ursachen ist ganz breit und deshalb müssen wir auch da ganz genau hinschauen. Es lohnt sich auch ein Blick auf die Menge der Psychopharmaka, die verordnet wird. Es ist ja nochmal ein Unterschied, ob die dann auch tatsächlich eingenommen werden. Eine Vielzahl der Medikamente, die wir verordnen, wird gar nicht eingenommen. Das muss man auch wieder dazu sagen. Und der Professor Drewe, den ich gut kenne, Leitung der Pharmakologie an der Universität Basel bis zu seiner Emeritierung, hat mal eine Studie gemacht.
wie viele Medikamente werden denn tatsächlich eingenommen oder wer nimmt sie denn dann ein, wenn wir sie verschreiben? Und da kommt, und das gebe ich Ihnen mit nach Hause zum Nachdenken, da kommt raus, dass bei Frauen auch oft der Ehemann die Medikamente bekommt oder der Hund. Ne, mal so schauen, was passiert. Also ich sage es den Männern unter uns ganz gendergerecht, aufpassen. Und Sie sehen da die unterschiedlichen Linien ganz oben, orange, das sind die verordnete, vereinfacht formuliert, die bezogene, verordnete und in der Apotheke abgeholte Menge an Antidepressiva. Die ist über die Jahre relativ stabil, hatte früher noch im Jahr 2000 bis 13, 14 einen ganz steilen Anstieg. Jetzt hat es sich eingepegelt, aber es sind sehr viele, wie Sie sehen. Und Promentesana hat das noch heruntergebrochen auf eine viel fassbarere Zahl. Über 1 Million Menschen in der Schweiz nimmt Medikamente, vor allem gegen Depressionen, aber auch Angststörungen oder andere psychische Erkrankungen. Das heißt, jeder Achte nimmt etwas. Das sind sehr viele Menschen. Und oft wird es nicht richtig verordnet, das müssen wir dazu sagen. Was ist nun bei der multiplen Sklerose der Fall? Wenn wir uns überlegen, was ist denn da besonders eine Erkrankung auch und vor allem des jüngeren Lebensalters, Sie haben ja eben die Zahlen eindrücklich auch gezeigt, auch Kinder sind oft schon betroffen. Also es ist etwas, was im Durchschnitt zwischen 20 und 40 beginnt, natürlich auch früher oder später möglich. Das heißt in einer sehr produktiven Lebensphase, auch in einer Lebensphase, wo viele Weichen gestellt werden, wo Lebensentscheidungen getroffen werden müssen. Und dann entstehen natürlich schnell Existenzängste, auch ein Gefühl der Perspektivlosigkeit, weil viele Patientinnen und Patienten auch gar nicht richtig informiert sind erstmal. Das ist ja auch ein wichtiges Verdienst der Multiple Sklerose Gesellschaft, die Information, weil in den Spitälern mir vieles auf. In der Akutneurologie hatten wir früher Patientinnen mit Multiple Sklerose, die frisch diagnostiziert waren, 3 bis 4 Wochen. Heute sind es noch 3 bis 4 Tage, weil die Politik eben beschlossen hat, dann ist man gesund nach DRG. Die Leute sind es aber leider nicht und so gehen die oft mit einem riesen Unwissen und vor allem Angst ist die Hauptemotion nach Hause. Und das sehe ich sehr, sehr oft und das ist ganz fatal, wenn man sich dann auch im Internet selber informiert und noch nicht die Erfahrung hat, worauf kann man sich denn verlassen und worauf nicht, erzeugt das ganz große Hoffnungslosigkeit auch im Einzelfall. Und auch was ganz Wichtiges, Isolation. Viele reagieren mit einer depressiven Verstimmung oder einer Anpassungsstörung oder einer ausgeprägten Depression und ziehen sich sozial zurück. Und wenn wir schauen, welche Hirnregion ist denn da dann relevant, dann ist es der Nucleus accumbens, der hier in der Tiefe des Temporallappens liegt. Und der ist vor allem, Sie kennen ihn wahrscheinlich, Mandelkern heißt es auf Deutsch, weil er mit viel Fantasie auch so aussieht, liegt vorne am Hippocampus, ist vor allem für unser Belohnungssystem notwendig. Ne? Wenn wir uns auf etwas freuen, wenn wir motiviert sind auf etwas, wenn etwas Schönes, individuell Schönes passiert, dann springt der an und dann ist auch der Hauptbotenstoff das Dopamin. Und der fährt dann seine Aktivität in diesen Situationen deutlich runter. Das ist eine Ursache für die mögliche Entwicklung der Depression. Soziale Isolation, und Sie haben es ja vorher auch schön gesagt, ist ein wesentlicher Punkt der Multiple Sklerose Gesellschaft. Wir haben es im Kompetenznetz Depression in München auch sehr betont, ist der soziale Austausch, also die Betroffenen zusammenzubringen, mit Fachleuten in Austausch zu bringen, aber auch untereinander in den sogenannten Peer Groups, weil man da A, sehr viel lernen kann und gute Informationen bekommen kann, Unterstützung bekommen kann, Mitgefühl bekommen kann von Leuten, die einfach wissen, was los ist. Aber wenn wir uns den Faktor soziale Beziehungen anschauen, ungeachtet nun, ob man krank ist oder gesund, ist in den letzten Jahren sehr klar geworden, dass das ganz wichtig ist bezüglich des Faktors, bleiben wir gesund oder nicht. Sie sehen hier aufgetragen oben auf der Abszisse, auf der X-Achse, die Sterblichkeitserhöhung. Je größer die Zahl, desto größer das Risiko, dass wir sterben. Und da haben soziale Beziehungen, wie Sie sehen, einen ganz großen Effekt, wenn sie fehlen. Wenn wir es noch genauer anschauen, soziale Beziehungen, hohe versus geringe soziale Unterstützung. Es ist ja nicht jede soziale Beziehung gleichwertig. In den wissenschaftlichen Studien unterscheidet man. Deshalb sehen Sie, dass gute soziale Beziehungen vor allem wichtig sind, wäre uns auch ohne Studie klar gewesen. Aber wenn wir das dann noch ganz komplex anschauen, wie integriert ist man, wie viel Unterstützung bekommt man, ist das der rote Balken. Und Sie sehen, wenn man das nicht hat, ist ein sehr hohes Risiko, vorzeitig zu erkranken und zu versterben.
Und das eigentlich Interessante ist, dieses Risiko ist höher als beim Rauchen, ne? Ein gut etablierter Risikofaktor, der natürlich auch ein Risikofaktor ist. Alkoholkonsum, exzessives Trinken, Vorsicht, exzessives Trinken, das wird immer weniger, wie mit allem anderen auch unglücklicherweise. Also mehr als 6 Drinks pro Tag ist exzessiv. Ein Drink ist in der internationalen Literatur ein Deziliter Wein zum Beispiel, ne? Da sind wir sehr froh, dass es in der Schweiz eh immer nur die 1 Dezi gibt, da ist man auf der sicheren Seite. Aber andernorts, Oktoberfest oder so, ist das natürlich ein Witz. Und Übergewicht, auch in aller Munde, auch ein Risikofaktor, aber Sie sehen, und das will ich mit der Grafik zeigen, die sozialen Beziehungen haben ein weit, weit höheres Gewicht. Und deshalb müssen wir auch da ganz viel Wert darauf legen, denn sie sind ja einfach auch zu vermitteln, wenn man da ansetzt. Dann, was gibt es noch? Natürlich ändern sich bei einer chronischen Erkrankung Arbeits- und Lebensbedingungen. Unter Corona war es noch mal extremer, gerade für MS-Patientinnen und Patienten. Und da ist unser Frontalhirn dann betroffen. Ne? Arbeitsgedächtnis. Das bei Multiple Sklerose-Patienten im Rahmen auch des dysexekutiven Syndroms, nicht Arbeitsgedächtnis, ist unter anderem betroffen. Das ist Multitasking, das ist sich Sachen kurz merken, das ist in den Keller gehen und wenn man unten ist, nicht mehr wissen, was man da will. Das passiert uns allen, das sehen wir auch bei der Depression. Aber wenn das natürlich ein gewisses Maß überschreitet, schränkt es unglaublich ein. Und das ist bei der Multiplen Sklerose eben auch oft der Fall und sorgt dann für Stress. Der Hippocampus selber, der für andere Gedächtnisfunktionen auch als Speichereintrittsort für unser Gedächtnis dient, ist ganz wichtig und der wird beeinträchtigt durch die Ängste. Nicht? Und ich habe es eingangs schon gesagt, Multiple Sklerose-Betroffene haben viele Ängste, insbesondere auch in der Anfangsphase, auch wenn sich das Krankheitsgeschehen verändert. Also der Hippocampus ist betroffen und alles zusammen resultiert unter anderem in chronischem Stress und da ist die Amygdala ganz wichtig. Das ist unser Angstzentrum, nicht? Und deren Aktivität steigt dann im Ruhezustand so stark, wie bei jeder Depression übrigens auch. Und das hat auch wieder massive Auswirkungen auf das Befinden der Betroffenen. Und Stress, das möchte ich auch zeigen, das ist ja nicht nur das, was von außen kommt, nicht? Das kennen wir alle. Es ist die Unkontrollierbarkeit, die bei so einer Erkrankung natürlich erstmal enorm ist. Was kann ich tun? Was passiert jetzt? Was verändert sich in meinem Leben? Um nur 3 Beispiele zu nennen. Aber auch alles andere, dem man ungeachtet einer Erkrankung ausgesetzt ist, Leistungsdruck, Zeitdruck, Konkurrenzdruck, soziale Probleme, nicht? Da sind wir wieder bei den sozialen Beziehungen. Und vieles andere mehr trifft eben auf unsere Person, auf unsere Persönlichkeit, auf unseren Charakter, wenn Sie es so nennen wollen. Wie sind wir da geprägt? Nicht, welche Schemata haben wir? Neigen wir zu Perfektionismus oder nicht? Haben wir Selbstwertprobleme oder nicht? Selbstwertprobleme entstehen natürlich auch durch eine chronische Erkrankung. Haben wir das Gefühl, die Dinge unter Kontrolle zu haben? Es geht darum, wie wir es empfinden. Und das ist am Anfang einer solchen Erkrankung natürlich auch sehr negativ berührt. Und bewerte ich die Dinge negativ, weil ich einfach schon schlechte Erfahrungen diesbezüglich habe. Das ist von Kindheit an in Utero schon geprägt und bewirkt natürlich mit, wie dann der äußere Stress sich auswirken kann. Die Krankheitsakzeptanz ist schon genannt worden, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Akzeptanz und Verarbeitung sagt sich leicht, ist aber extrem schwer. Und je nach Lebenssituation noch mal schwerer. Und verändert sich natürlich auch im Lauf des Lebens und im Lauf der Erkrankung. Also das ist was, an dem eigentlich permanent gearbeitet werden muss. Wir sehen bei vielen Multiple Sklerose-Patientinnen den Bewältigungsmodus der forcierten Bewältigung, wie man das genannt hat. Was ist das? Das heißt, ein erhöhtes Bedürfnis nach Selbstkontrolle. Nicht, wir haben alle ein Bedürfnis nach Selbstkontrolle und wir wissen oft, die haben wir trotzdem nicht, aber wir können damit umgehen. Wenn das aber sehr stark ist, kann es sich sehr negativ auswirken. Und besonders ist das natürlich bei Erkrankungen, die unsere persönliche Autonomie bedrohen. Und da ist Multiple Sklerose nun mal so eine Erkrankung. Und die forcierte Bewältigung führt eben dann auch zu dieser Erschöpfung und oder Fatigue, je nachdem, wie wir es definieren. Das Hauptcharakteristikum ist dieses erhöhte Bedürfnis nach Kontrolle, nach Selbstkontrolle. Und es resultiert eben in Fatigue. Und an all diesen Dingen können wir natürlich psychotherapeutisch ansetzen, unter anderem. Und da zitiere ich immer gern, weil das ist auch gar nichts Neues. Die Stoiker, und da ist
Epiktet, ja einer der prominentesten Vertreter neben Seneca und Marc Aurel. Und ich nehme mal Epiktet, weil der hat es in einem Handbüchlein der Moral geschrieben. Das gefällt mir so gut, das möchte man ja gleich verschenken. Handbüchlein der Moral, ein bisschen aus der Mode. Aber was sagt er? Nicht die Dinge selbst, sondern die Meinungen über dieselbigen beunruhigen die Menschen. Und das ist Psychotherapie. Nicht wie nehme ich etwas wahr, wie bewerte ich es und was löst das in mir aus, um das mal ganz kurz und knapp herunterzubrechen. Und daran arbeiten wir. Wirksam ist sehr die kognitive Verhaltenstherapie. Weiterentwicklungen sind zum Beispiel die Akzeptanz- und Commitment-Therapie bei chronischen Erkrankungen ganz wichtig, ne? Akzeptieren oder die Schematherapie, um zwei Beispiele zu nennen. Kognitive Verhaltenstherapie ist auch am besten untersucht. Und das sind Daten von 1994. Und Sie sehen, sie wirkt, wenn wir generell über alle Erkrankungsformen, die wir damit behandeln wollen, uns das anschauen. Sie sehen, das hat eine Effektstärke von größer 0,8 und da sind wir in der Medizin schon am Jubeln. Na, vieles hat viel, viel geringer. Sie sehen, Psychotherapie allgemein ist weniger wirksam als nur die kognitive Verhaltenstherapie betrachtet. Bypasschirurgie, die Zahlen sind besser geworden mittlerweile. Aber da denkt man ja, das ist was rein Mechanisches wie Autowerkstatt, das ist dann hinterher, das muss funktionieren, tut es aber nicht unbedingt. Also die Effektstärke ist geringer. Pharmakotherapie bei Arthritis, das kennen auch einige, da hat sich viel getan mit den monoklonalen Antikörpern oder den Biosimilars. Und Aspirin zur Prävention von Herzinfarkt, allgemein akzeptiert, hilft auch, aber hat nur eine erstaunlich geringe Effektstärke. Nicht? Also das, was wir anbieten können, das wirkt. Jetzt ein Blick auf die Fatigue, da gibt es viele Definitionen leider und das wird auch oft im Marketing etwas zu breit meiner Einschätzung nach benutzt. Wir verstehen darunter eigentlich eine rasche und übermäßige Erschöpfbarkeit, wie bei einem Burnout-Syndrom auch, eine lähmende Müdigkeit, also nicht, wenn man abends mal müde ist, sondern eine lähmende Müdigkeit. Und das Gefühl des Energiemangels und der körperlichen, das ist sehr ausgeprägt bei unseren Patienten, aber auch der mentalen Erschöpfung. Und das führt eben oft zur Arbeitsunfähigkeit, nicht zur IV-Berentung. Dieses Symptom des zu rasch zu erschöpfen, dass der Akku einfach viel zu schnell leer ist. Und das sehen wir nicht nur bei der multiplen Sklerose, auch bei Parkinson, bei vielen onkologischen Erkrankungen, bei Chemotherapie, sind ganz Brustkrebs-Chemotherapie vor allem, sind viele Betroffene leiden extrem darunter. Und bei Post- und Long-Covid, damit habe ich mich auch intensiv beschäftigt, da ist die Fatigue, wie auch beim Chronic Fatigue Syndrom, das man ja auch dem Epstein-Barr-Virus-Komplex zuordnet, sehr ausgeprägt und sehr lähmend für die Betroffenen. Das ist eben der motorische Teil, ich kann eine bestimmte Gehstrecke nicht mehr machen, zum Beispiel. Kognitiv, ich ermüde rasch, ich kann einen Zeitungsartikel nicht mehr zu Ende lesen, ich kann einen Film nicht mehr bis zum Ende verfolgen, ich verliere den Faden bei der Handlung zum Beispiel. Und emotional, ne, wenn es um emotionale Dinge geht, emotionale Interaktionen, sind die Betroffenen auch viel schneller erschöpft, als sie es sonst gewesen wären. Also auch nach geringen körperlichen, geistigen oder emotionalen Anstrengungen. Und das muss bei der Depression nicht unbedingt der Fall sein. Das kann bei der Depression auch so sein, muss aber nicht. Noch um die Häufigkeit dieser zwei charakteristischen Stressfolgeerkrankungen, Depressionen und Angsterkrankungen zu zeigen. Im Jahr 2020 liegen die noch auf Platz 2 bei den Disability Adjusted Life Years, berechnet die Weltgesundheitsorganisation regelmäßig, wie viele Lebensjahre gehen verloren. Eine rein volkswirtschaftliche Betrachtungsweise. Durch Erkrankung, Behinderung oder vorzeitigen Tod. Und all diese Erkrankungen betreffen eben auch jüngere Patienten, deshalb schlägt es sich so nieder. Und die Depression ist vom Jahr 90 über das Jahr 20 auf Platz 2 und wird im Jahr 2030 auf Platz 1 sein in den industrialisierten Ländern natürlich. Also Sie sehen, die Zahl der Betroffenen nimmt dramatisch zu. Und wir sehen bei Stress, Burnout, Angst oder Depression, bei allen Stressfolge- oder stressassoziierten Erkrankungen, wie auch bei der multiplen Sklerose, eine Vielzahl körperlicher Beschwerden, die es oft schwer machen, das richtig zuzuordnen. Nämlich je nachdem, wo wir genetische Schwachpunkte haben. Nicht Kopfschmerzen, Schwindel, Benommenheit, das kann auch bei der Fatigue sein.
Tinnitus, diffuses Schwitzen, diffuse Muskelschmerzen, Unterleibsbeschwerden, Reizmagen, Reizdarm, Zahnbeschwerden, weil die ganze Kiefergelenksmuskulatur verspannt ist. Also ein buntes Bild, das sich dann auf das eigentliche Erkrankungssyndrom und dessen Beschwerden noch oben drauf setzen kann. Und deshalb müssen wir das behandeln. Psychotherapie, ich habe es schon gesagt, wirkt. Am pragmatischsten ist die kognitive Verhaltenstherapie und ihre, darf ich so sagen, Ableger wie Akzeptanz- und Commitment-Therapie oder eben die Schematherapie, wo wir schauen, was sind denn in der Kindheit angelegte Reaktionsmuster, die mich jetzt vielleicht im Rahmen einer chronischen Erkrankung dysfunktional reagieren lassen und die ganze Sache möglicherweise noch verschlimmern. Da lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Stress, eine Erkrankung ist Stress, eine chronische Erkrankung wie Multiple Sklerose ist massiver Stress und damit muss umgegangen werden. Macht Stress den Kranken? Nein, aber er muss bestimmte Kriterien erfüllen, damit er krankmachend sein kann. Stress, wenn wir es definieren, sagen wir, wenn innere, und das ist ganz wichtig, innere und oder äußere Anforderungen unsere Reaktionsmöglichkeiten übertreffen. Also es ist was Individuelles. Was mich stresst, lässt sie vielleicht vollkommen kalt und umgekehrt. Und dann dürfen wir nicht sagen, das ist ja gar kein Stress, sondern wir müssen das individuell betrachten. Und ein Stressor, das ist was, was Stress auslöst, zum Beispiel die Nachricht einer Diagnose, zum Beispiel eine Prüfungssituation, zum Beispiel Arbeitsplatzverlust, egal was. Und der muss bestimmte Kriterien erfüllen, damit er möglicherweise krank macht. Er muss andauern eine gewisse Zeit. Je länger, desto schlechter, chronisch ganz schlecht. Er muss als unkontrollierbar erlebt werden. Und da hilft es nichts, wenn Sie sagen, das ist ja kontrollierbar, wenn ich denke, es ist unkontrollierbar. Ne? Aber da haben wir schon Ansatzpunkte. Und er muss ein gewisses Maß überschreiten, sodass ich sage, das ist zu stark. Und dann muss man noch zu dem Schluss kommen, das ist schlecht, das halte ich nicht aus, das geht so nicht. Also diese negative individuelle Bewertung. Und dann entsteht der pathologische Dauerstress, der schon ganz früh in den 40er Jahren als Dysstress bezeichnet wurde. Nicht diese griechische Vorsilbe, das griechische Präfix Dys ist immer was Doofes und Eu wäre gut. Also wir kennen auch den Eu-Stress, Stress, der belebt, der Leistung fördert. Und das sind die Punkte, wo wir natürlich ansetzen können. Ist das wirklich unkontrollierbar oder wie kann ich eine gewisse Kontrolle erlangen? Ist das wirklich zu intensiv oder wie kann ich das anders bewerten? Muss das Ganze individuell negativ bewertet werden. Und so können, haben wir viele kleine Schrauben, jetzt hier nur ein paar grobe Beispiele, an denen wir arbeiten können. Und eins davon geht über Austausch, Aufklärung, soziale Interaktion. Und Stress, wie gesagt, haben wir immer. Ne? Um bestimmte Höchstleistungen künstlerisch oder sportlicher Art zu haben, da braucht es Stress. Nicht? Da müssen wir Energie mobilisieren. Dichte Stress, sozialer Stress, Stress durch soziale Interaktion, das wäre der negative Teil der sozialen Interaktion, ist der Hauptstress in unserer Zeit, ne? Stress durch soziale Interaktion, Stress durch Dichte, übrigens auch Stau, ganz negativ mit Wohlbefinden oder Glücksbefinden korreliert ist Länge des Arbeitsweges. Ne? Je länger man zur Arbeit hat und je länger man davon im Auto sitzt, desto negativer ist es. Das zeigen alle Studien ganz klar und viele können sich dem Stress nicht entziehen. Und was ist nun bei Stress? Unser Gehirn muss den ganzen Tag einschätzen, ist nun Stress oder nicht. Und das macht unter anderem der Hypothalamus, der hier, das ist so von vorne frontal aufgeschnitten, wenn Sie mich so aufschneiden, sehen Sie so drauf aufs Gehirn. Und es gibt diese kleine Hirnregion des Hypothalamus, wo ganz wesentliche Nervenzellen sind, die, wenn Stress ist, Botenstoffe ausschütten, ganz oben. CAH und AVP, Vasopressin, die gelangen dann über das sogenannte Pfortaderblut zur Hypophyse, ist die Hirnanhangsdrüse, die am Gehirn hängt, hinten oberhalb der Nase. So kommt man ran, wenn man da operieren will. Und dort kommen CAH und Vasopressin an und dann wird aus dem Hypophysenvorderlappen das ACTH ausgeschüttet, das kommt in den allgemeinen Blutkreislauf, gelangt so zu den Nebennieren, die sitzen wie zwei kleine Mützen auf unseren Nieren und die schütten dann wiederum auf dieses Signal hin die Stresshormone aus. Hauptstresshormon ist das Cortisol, das wir als Steroid ja auch in der Schubbehandlung übrigens der MS einsetzen, das auch Depressionen triggern kann übrigens. Also da sehen Sie die Zusammenhänge biochemisch ganz klar.
Und dann mobilisiert das Energie, erhöht den Blutzucker, erhöht die Muskelspannung, erhöht die Aufmerksamkeit. Und wenn wir den Stress bewältigt haben, zum Beispiel schnell eine Treppe hochgehen, schnell einen Termin wahrnehmen, also nichts Dramatisches, ne? Also man muss den ganzen Tag anspringen. Und dann gibt es eine negative Rückkopplung. Die Stresshormone binden an bestimmte Nervenbotenstoffbindungsstellen, Rezeptoren, binden und signalisieren, es ist genug Hormon da, Produktion wieder runterfahren. Das geht den ganzen Tag rauf und runter. Und jedes Hormonsystem, Schilddrüse, Geschlechtshormone und andere arbeiten so. In der Depression und bei chronischem Stress verliert dann das Gehirn, der Hypothalamus, die Kontrolle darüber. Das heißt, diese negative Rückkopplung über die Rezeptoren wird nicht mehr erkannt. Die Rezeptoren sind wie ausgeleiert, diese Bindungsstellen. Und fatalerweise entwickelt sich eben in der Amygdala, habe ich Ihnen vorher gezeigt, nicht was, wo wird der Stress denn wahrgenommen und generiert, sogar ein positiver Rückkopplungskreislauf, ein positives Feedback. Also das schaukelt sich immer weiter hoch, wie wenn Sie einen Dampfdruckkochtopf aufs voll aufgedrehte Gas stellen und den Deckel und das Ventil zu drücken. Und so fühlen sich die Patienten auch oft. Innerlich unruhig, nervös, Gedächtnisstörungen und vieles andere mehr. Das heißt, das Gehirn hat die Kontrolle über das Stresshormonsystem verloren. Und da spielt es gar keine große Rolle, was messen wir denn in der Peripherie im Blut, sondern wichtig ist, was im Gehirn sich abspielt, weil das Gehirn das alles steuert. Und bei der multiplen Sklerose, die akute Schubtherapie zum Beispiel mit Methylprednisolon oder Ähnlichem, ist natürlich auch ein massiver Stress. Also wenn allein das, um die Entzündung wieder einzudämmen, verändert im Gehirn natürlich ganz viel. Und deshalb muss man da auch immer aufpassen. Was machen jetzt die Antidepressiva? Die sensibilisieren die Bindungsstellen wieder. Dass die Bindungsstellen das Stresshormon wieder erkennen, dass die wieder funktionieren können, das ist alles. Andererseits kurbeln sie auch die Nervenzellneubildung an. Wir können bis ins hohe Alter neue Nervenzellen bilden. Dafür gehen andere kaputt. Das ist auch ein ständiger Kreislauf. Und in der Depression wird das auch runtergefahren. Auch durch Stresshormone wird das runtergefahren. Also die Antidepressiva renken das wieder ein. Und Psychotherapie natürlich auch. Mit der Psychotherapie kommen wir über unser Frontalhirn, das Stirnhirn, und können diese Regionen des limbischen Systems, die so ganz basale Dinge wie Stresshormonregulation einrenken und jeden Tag kontrollieren. Das kann jede Schildkröte, weil das so wichtig ist. Aber wir können es natürlich steuern, indem wir einen Stressor auch gleich einordnen können und denken, da bin ich jetzt kurz erschrocken, aber es ist ja gar nicht schlimm. Das ist ein ganz banales Beispiel, dass unser Stirnhirn sich einschaltet und sagt, runterfahren gleich wieder. Und das funktioniert eben bei chronischem Stress und bei der Depression und bei Depression bei Multiple Sklerose eben nicht mehr. Und erklärt viele der Symptome, unter denen Betroffene dann leiden. Unser Gehirn muss sich tagtäglich anpassen an alles Mögliche, an chronische Belastungen, an Stress, das nennen wir Allostase. Und wenn das eben nicht mehr funktioniert, versagt auch die Resilienz. Resilienz heißt Widerstandsfähigkeit, auch ein Begriff aus der Physik, heißt einfach, wenn wir einen elastischen Gegenstand eindrücken, zing, ploppt er wieder zurück, als wäre nichts geschehen. Manche Autostoßstangen machen das auch so zum Glück. Also als wäre nichts gewesen. Das ist Resilienz, Widerstandsfähigkeit gegen Stress. Also Resilienz, damit können wir diesen ständigen Anpassungsmechanismus kontrollieren, damit es nicht entgleist, wie in dem Beispiel der Hormonregulation, das ich Ihnen eben gezeigt habe. Und das Resilienzkonzept kommt aus der Traumaforschung 40er, 50er, 60er Jahre auf Hawaii, als es noch nicht ein neureichen Urlaubsparadies war, sondern eine bitterarme Gegend. Und dort hat man eben die Kinder untersucht und hat gesehen, vereinfacht gesagt, manche sind resilient, denen macht das nichts, all die ungünstigen Lebensbedingungen, andere sind es eben nicht und die werden krank. Daher kommt dieses Konzept. Und was steckt neurobiologisch dahinter? Das ist neuronale Plastizität, dass unser Gehirn sich anpassen kann, dass wir neue Nervenzellen bilden können jeden Tag und dass sich Nervenzellverbindungen jeden Tag neu bilden und festigen, Synapsen. Und das kurbeln wir eben wieder an durch die Medikamente und durch die Psychotherapie. Die Medikamente, wenn Sie so wollen, lockern die neuronale Matrix, damit die Psychotherapie wirken kann. Das wäre neurobiologisch das Konzept, wie wir es heute verstehen. Und jetzt nach so Vorträgen sagen alle immer zu Recht, ja, Mai, früher gab es ja auch Stress und der war wahrscheinlich noch größer, das stimmt.
Aber unser Gehirn konnte besser damit umgehen. Wir sind eigentlich im Gehirn noch Jäger und Sammler. Das heißt, die Abwechslung zwischen körperlicher Aktivität und Ruhe sind aber seit einigen Jahrzehnten in einer sogenannten Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft. Man kann, und das ist erst vielleicht seit 20 Jahren, Tag und Nacht die blödesten Talkshows im Fernsehen sehen. Es gibt keinen Sendeschluss mehr, es gibt keine Ruhe mehr. Es ist immer hell, außer Sie sind in Sevis oben, da wird es schön dunkel in der Nacht. Und das bringt natürlich alles durcheinander, nicht? Weil unser Gehirn, jede Zelle hat ihren Taktgeber. Und das bringen wir durch Cortison durcheinander massiv und das bringen wir einfach durch unsere moderne Lebensweise durcheinander. Deshalb sind wir vulnerabler, deshalb sind wir anfälliger auf alles, was dann noch als zusätzlicher Stress dazukommt. Also wir können sagen, Depression, Angsterkrankung und Erschöpfung und Burnout, ob mit oder im Rahmen der multiplen Sklerose oder nicht, sind Erkrankungen des Stresshormonsystems, die dann dazu fügen, dass unsere Resilienz, die wir alle haben, mehr oder weniger versagt. Und irgendwann ist jeder fällig, wenn der Stress ein bestimmtes individuelles Maß überschreitet. Und das nennen wir dann wiederum diesen allostatischen Overload, allostatische Überlastung. Und mit Resilienz, das ist ein sehr schönes Bild aus Science, da sehen Sie, Resilienz ist wie eine Brücke. Und wenn die stabil ist, ist es egal, ob ein Fiat Cinquecento drüber fährt oder ein Lastwagen, die hält. Wenn sie aber schon sehr schwach ist, und das sind natürlich Gene, die wir mitbekommen haben, Risikogene, die über epigenetische Vorgänge natürlich an- oder ausgeschaltet werden können, das ist die gute Botschaft, dann geht ein milder Stressor vielleicht gerade noch, aber der Lastwagen wird durchbrechen. Dann verträgt es das einfach nicht. Und je älter wir werden, umso mehr epigenetische Veränderungen haben wir, weil wir den ganzen Tag unterwegs sind und uns ärgern oder aufregen oder auch nicht. Und dann werden Gene an- und ausgeschaltet. Und wenn es eben die falschen sind, und wenn ich die falschen, erlauben Sie mir die saloppe Ausdrucksweise, mitbekommen habe, ist meine Brücke vielleicht irgendwann so. Und bei einer chronischen Erkrankung natürlich erst recht. Das ist ja nachvollziehbar. Da ist so viel los, dass das System wahnsinnig unter Druck ist. Was machen wir nun? Wir können viel machen, das ist die gute Nachricht, Medikamente, Kognition, das heißt zum Beispiel Psychotherapie, Stressverarbeitung. Und ich habe es Ihnen gesagt, Stress ist nicht schlimm und soziale Interaktion ist in der Regel gut, kann aber ganz schlecht sein, ist unser Hauptstressor neben dem 24-7-Betrieb, der unsere chronobiologischen Rhythmen durcheinander bringt. Stress kann eben auch positive vor Risiko schützende Gene anschalten oder die bösen Risikogene ausschalten oder es kann mich noch anfälliger machen, als ich es bin. Wir nennen das auch, oder ein Aspekt hier ist bei Resilienz, posttraumatisches Wachstum. Das klingt erstmal zynisch, der Begriff, den muss man immer gleich erklären. Also es gibt ja Leute auch, die nach schweren Lebenskrisen gestärkt daraus hervorgehen. Das nennen wir posttraumatisches Wachstum. Also auch nach entsetzlichsten Sachen, jetzt nicht Bad Hair Day oder so, sondern richtig gravierende Lebensereignisse. Und da gehen manche, es ist beeindruckend, gestärkt daraus hervor. Und das heißt, das ist halt auf dieser Seite günstig gelaufen und die richtigen Gene sind aktiviert worden. Wir wissen aber auch, dass eine frühe, intermittierend heißt, kurz immer wieder stattfindende, milde Stressexposition schützt. Stressimpfung heißt das. Das heißt, wenn Sie Squirrel Monkeys, das sind diese Totenkopfäffchen, wenn Sie da immer die Jungen den Müttern ganz kurz wegnehmen, kümmern die sich hinterher stärker um die. Also die Jungen sind erst gestresst, dann kümmert sich die Mutter sehr intensiv um die und das schützt. Also die sind später viel resilienter. Das war ein ganz interessanter Befund und das hat man dann Stressimpfung genannt. Also es findet sehr früh im Leben statt, übrigens schon in der Gebärmutter, da finden die wesentlichsten Sachen statt. Und was machen wir nun mit der Psychotherapie? Wir müssen natürlich schauen, was ist das für ein Individuum? Was ist im bisherigen Leben gewesen? Gibt es möglicherweise schon ein gutes Reservoir an Resilienz oder nicht? Was wir wissen, was hilft, ist eine optimistische Grundhaltung, das ist klar. Eine Neubewertung traumatischer Lebenserfahrungen, das ist schon schwieriger. Dieses Umdeuten oder einen neuen Sinn geben zum Beispiel. Auseinandersetzung mit Bedeutung und Sinn, das wäre auch ganz stark die Akzeptanz- und Commitment-Therapie, Stärkung interpersoneller Kompetenzen, sozialer Wahrnehmung, Beziehungen, alles, was ich schon gestreift habe. Also es gibt sehr viele
Teilbereiche, die wir anschauen können und an denen wir arbeiten können. Und das ist natürlich höchst individuell. Ich habe noch zusammengestellt, was schützt, was stärkt denn Resilienz, was wissen wir aus der Forschung, wenn wir mal alles zusammennehmen, was schützt denn, ob wir nun gesund sind oder krank, was ist hilfreich? Und ich sage es gleich, um Enttäuschungen vorzubeugen, das sind natürlich Nanny-Regeln. Ne? Da werden Sie sagen, ach, den Mist haben wir schon 100-mal gehört, tut mir leid, aber es hilft halt. Die eigenen körperlichen und seelischen Grenzen erkennen und akzeptieren, sagt sich leicht, ist aber schwierig. Ne? Verfolge ich die falschen, ändert sich auch über die Lebensspanne im Übrigen. Verfolge ich die falschen Ziele, wenn ich jetzt beschlösse, ich möchte Konzertpianist werden, das wird nichts mehr. Nicht? Der Stress wäre vorprogrammiert, das wäre auch nie was geworden, ehrlich gesagt, aber der Zug ist abgefahren. Ne? Aber wenn jemand solche Ziele verfolgt, und da fallen Ihnen allen bestimmt Beispiele ein, von außen vorgegeben oder innerlich gebastelt, Beispiel soziale Medien, ne? Also ich bin froh, dass in meiner Jugend es das Teufelszeug nicht gab, da setzt man den Teenagern ja nur dummes Zeug ins Ohr, nicht? Ein Beispiel. Nein sagen können ist auch immer leichter gesagt als getan. Wie verausgabungsbereit bin ich? Ständige Erreichbarkeit ist auch noch ein Beispiel. Was stresst mich überhaupt? Das herauszufinden ist auch gar nicht so leicht, weil wir gehen oft auf das sozial Akzeptierte. Zeit für Freizeit und Muße, bewusster altmodischer Ausdruck Muße, weil das hieß einfach mal blöd dasitzen und nichts tun. Und das geht auch niemand was an, was Sie da machen. Möglichkeit des Rückzugs, wie so eine private Dekompressionszeit. Wenn Sie tauchen, wissen Sie, dass Sie auch beim Auftauchen auf 10 Meter Pause machen müssen, damit sich die Stickoxide lösen, sonst wird es nachher ungemütlich. Und das muss man halt machen. Ne? So kann man nach der Arbeit auch sagen, ich brauche eine Viertelstunde Ruhe, ich brauche Zeit für mich, bevor gleich daheim, habe zwei Töchter und eine Frau, da können Sie sich vorstellen, es ist halt anstrengend und da muss man auch mal schauen, dass man seine Ruhe hat. Schlaf, ne, das ist, da hilft alles nichts. 7 bis 8 Stunden brauchen halt die meisten von uns und es gibt einige wenige, die brauchen deutlich weniger, aber die können Sie an einer Hand abzählen. Und nur als Beispiel, auch für Stressfolgeerkrankungen, nicht? Mit genügend Schlaf und einem regelmäßigen Schlaf-Nacht-Rhythmus, das ist ganz wichtig. Unser Gehirn will eigentlich jeden Tag zur selben Zeit ins Bett und jeden Tag zur selben Zeit aufstehen. Das hört man ungern, aber es ist so. Kardiovaskuläre Erkrankungen, Reduktion des Risikos um 22%, Herzinfarkt oder Tod durch Herzinfarkt, Schlaganfall 43%. Ich kenne kein Medikament, das so gut wirken würde. Nur wenn man mal rechtzeitig ins Bett gehen würde. Bewegung ist genau dasselbe, nicht, das sind die berühmten 10.000 Schritte am Tag und dann eben nicht sagen, jawohl, dann trainiere ich jetzt auf einen Marathon, habe immer wieder solche Patienten, die sagen, jawohl, dann geht es gleich richtig los, dann lieber nichts machen. Das heißt eine moderate Bewegung, ne, das sind 10 Minuten am Tag, 10 bis 20 Minuten am Tag, ein bisschen ins Schwitzen kommen reicht schon, also etwas mehr als Sie sonst machen, ist das Kriterium, Treppen gehen, eine Bushaltestelle früher aussteigen und all solche langweiligen Sachen. Aerobe Bewegung ist es. Ne? Ältere Herrschaften spielen gern Tennis, knusprig braun gebrannt und fallen dann um, Sekundenherztod. Warum? Weil es anaerob ist. Ne? Das ist dieses Stop and Go. Also die müssen ein bisschen joggen noch. Das gebe ich Ihnen auch noch mit, weil es die aerobe Bewegung ist, die schützt. Also das ist Ausdauer, Velofahren, Schwimmen, Nordic Walking und Ähnliches. Gesunde Nahrung, und da ist das Bircher-Benner-Müsli nicht am Zürichberg erfunden und das ist unschlagbar. Ne? Und das ist eben nicht das Knisper-Knusper-Müsli von der Migros mit einem Kilo Zucker drin, sondern da sind einfach Haferflocken eingeweicht über Nacht, ein bisschen Obst rein, fertig. Mediterrane Kost, wenn Sie sich anschauen, was ist gesunde Ernährung versus der Western Diet, darunter versteht man in der Wissenschaft das amerikanische Muster der Western Diet, das ist eine Tüte voll mit Pommes frites, Chicken Nuggets und McDonald's Hamburger. Ne? Und es gibt Leute, die ernähren sich nun mal leider davon hauptsächlich und das ist natürlich pures Gift. Mediterran ist pflanzenbasierte Ernährung, ne? Pflanzenbasierte Ernährung. Weil sie viel Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren, einfach und mehrfach ungesättigte Dinge enthält, Fettsäuren enthält. Und alles, was industriell mehrfach verarbeitet ist, ist schlecht. Sieht schön aus, schmeckt gut, aber ist halt leider nichts. Genussmittel als Genuss, etwas Alkohol ist sinnvoll. Im Moment Männer 10 Deziliter Wein, 20 Deziliter Wein pro Tag, Frauen 10, aber es wird immer weniger.
Dezi. Zwei. Entschuldigung. Freudscher Versprecher vielleicht. Und die Sozialkontakte, die haben wir schon gehabt. Das kann ich nur nochmal und nochmal unterstreichen. Da gibt es auch eine schöne Studie, die Harvard Study of Adult Development. Da ist der wichtigste Faktor gute Sozialkontakte. Und heute muss man dazu sagen, das sind halt nicht 10.000 so oder so oder so auf Facebook und TikTok und dem ganzen Schmarrn. Ne? Sondern das sind 2, 3 Leute, wo sie keine Rollenerwartungen erfüllen müssen. Und da gibt es ein sehr schönes Buch, The Good Life, aus dieser Harvard Study of Adult Development. Und Vorbereitung auf neue Lebensphasen. Es kann auch eine Erkrankung sein, dass man sich damit eben auseinandersetzt. Aber wenn man sich vorbereiten kann, dann sollte man es tun. Das heißt, Pensionierung kommt nicht überraschend über Nacht, sondern das weiß man 65 Jahre vorher eigentlich. Die dritte Ehe ist anders als die erste und so weiter. Entspannungstechniken, extrem wichtig, das ist Stressbewältigung, das gehört in diesen Komplex hinein und da muss jeder selber rausfinden, was gut ist. Das kann Akupunktur auch sein übrigens, sehr wirksam, das kann Yoga sein, Pilates, aber ohne Leistungsdruck. Also nicht Mörder-Yoga und Todespilates, sondern so, dass es entspannt. Und das, was Bircher Benner schon roborierende Maßnahmen genannt hat, oder Ordnungstherapie, das ist ein sehr schöner Begriff, das ist von Bircher Benner, heute heißt es Lifestyle Management oder salutogenetischer Lebensstil, Regelmäßigkeit. Regelmäßigkeit der Tag- und Nachtrhythmen, regelmäßige Mahlzeiten, wenn es geht, in sozialer Gesellschaft, das schützt interessanterweise. Ich habe manche Familienmahlzeit, das ist überhaupt kein Spaß, aber ich rede es mir schön, es schützt. Ausgewogene, maßvolle Ernährung, morgendliche Wechselduschen, nicht warm, kalt, warm, kalt, warm, kalt, fertig. Spaziergänge bei Tageslicht, weil sie dann über das Tageslicht eine Aktivierung des hypothalamischen Nucleus supraopticus haben, was sehr gut hilft. Und Rauchen bzw. Nikotin ist immer schlecht. Da finden wir gar nichts, dass wir dem noch was Positives abgewinnen könnten. Jetzt habe ich schnell noch durch Resilienzfaktoren geführt und nochmal sind 10 Deziliter und 20 Deziliter, bevor nachher Tränen gibt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.